So, ich hau mich auf den Rex zu dir. Jo, ich bin bereit. Bringen wir nach vorne. Wer könnte nochmal Öl besorgen? Ich könnte gleich nochmal in die Highlands und gucken wegen Spoiled Meat und wegen Öl. Das ist so. Aber sein, dass ich dann sterbe. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich nehme einfach nicht so viel. Drauf. Moment. So, jetzt kannst du. Geht los. Ah, halt, 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 Kettensäge. Okay. Nö. Hast du eine dabei? Ja. Okay, dann warte hier. Mal schnell zurück. Kettensäge ist noch im Papikato wahrscheinlich, ne? Ich glaub schon. Gut. Der Vulkan ist aktiv, oder? Nee. Da fliegt jetzt bestimmt ein Vulkanstein auf den T-Rex-Kopf. Nee, das war nur die normale Lava. In dem Brunnen. Jo, der Ponto, der liegt da. Zierde. So, nee, hier, die ganze Säge hab ich hier gestellt. Irgendwo drin. Haben wir zufällig schon Crappling Hooks? Ja, ich hab keine gemacht. Ich hab auch noch keine. Ja, geh du was machen, oder? Scheiß drauf. Aber wenn jemand nichts zu tun hat, kann er mal kurz was machen. Okay. Shit, ich muss noch was trinken zu dir. Sonst fall ich dann gleich um. Ja, die Mikroraptoren und die Fliegen. Der Mikroraptor hat mich runter. Und die Fliegen greifen weiter ein. Richtig gegeben. Die haben sich verschworen. Combo. Beam, Hilfe. Ich bin gleich da. Mach doch den Rexo, falls er Attack mal Target. Ist ein Spieler oder was? Ja. Yeah. Okay. Vulcano, ich komme. Ist der Rex noch am Vulkan? Ja. Am Teleporter? Ist fast nach Hause geschafft, glaube ich. Teleportiert ihr in die Highlands? Der ist da unten, der steht da unten. Da wo ich hingucke. Einfach sitzen, der? Auf dem Kanon. Jetzt kommt er links hoch. Siehst du ihn? Der kommt da hinter dir. So, echt langsam. Also dein Kanon muss auf jeden Fall deutlich stärker sein als dein Kanon. Das können Two Girls und Torch sein, die rennen immer mit solchen Skeletten rum. Den Skin. Aber die holen bestimmt jetzt gleich Verstärkung, kann ich mir vorstellen. Ja. Nach links. Oh, der ist okay, cool. Manches ist down. Oh ne, das war der. Oh, nicht. So, okay, ist auch tot. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Slow-Mo! Der Ding. Der hat Slow-Mo angemacht! Ernsthaft? Geil. Ich dachte gerade. So, jetzt wird in Slow-Mo werden jetzt Mantisse geschnetzelt. Oh, hinter dir. Was denn? Ich halte ihn ab, den Skip. Okay. Da ist ja Zeit zu reagieren, setz Lomo an. Oh, bringt er ordentlich Polymer, das ist schön. Das ist schön, gib mir mein Polymer. So, der ist weg. So, fahr mal Polymer. Und nicht anders. Da ist noch einer, oh. Ein Spieler oder was? Nee, Mann. Lomo. Kriegst du dir hin? Ja, ich glaube schon, der ist nur 66. Oh, zwei. Ah, shit, das ist ja gar nicht der Mantis. Ja, warte, ich komme. Oh, der eine ist 156. Jo, genau. Ich baue einen. Ja gut, also wenn sie nicht am Polymer mangelt, dann lass noch weiter Mantisse holen. Aber jetzt ist Platz über. Ja, ich hab noch ein bisschen Platz, ja. Das geil, ich hab auch noch Platz. So, Chitin Troppen. Polymer. Über. Holst du den? Ja, ich bin sonst immer überladen, wenn ich zwei abbaue. Wie es sich anhört, geil. Ich find's cool. Geht auch übelst schnell. Ist er aufgestellt, André? Pinguin. Ne, die Steine wegkloppen hier. Okay. Das ist ein Teleporter? Ah, du hast den Platz hier. Okay, sieh dir. Das ging schnell. Mann. Blaue Perla! Hat jemand Zeit, den Dungbeetle sich tun zu können? Für? Es
skillst du wahrscheinlich auf Leben nur, oder? Blaubeerle? Ja. Sehr gut. Die kriegt ordentlich Leben dazu. Nice. Die können wir super zum Raiden dann gebrauchen. Bitte? Wo ist die denn? Die Quelle? Wenn du rauskommst, rechte Seite hinten, wo der große Baum sonst noch steht. So, ja. Im T-Rex ist ganz viel Polymer drin, ne? Könnt ihr mal helfen, mit der zu räumen? Die Ölquelle funktioniert mit Solar oder wie läuft die? Ja, die läuft so. Ja, ist die Frage. Das ist unrealistisch. Eigendruck. Ja, müssen wir mal ein bisschen vollfeeden hier, ey. Das ist so, wenn noch 7000 Leben. Ja. Ich bin umgekippt. Ich muss mal eine Can rausholen. Ich drück drauf. Ja. Spieler. Okay. Ja, sie sind selber, da kommen wir sowieso nicht ran. Nein! Bitte nicht! Nicht töten! Aber wie werde ich fangen, wenn er sich jetzt festklitschen würde, also sehen so, weißt du? Ich heb mal den Teleporter auf. Ah, der kämpft gegen mich. Ja? Ja, wenn ich dazukomme, rennt er weg. Also ich brauche eigentlich nicht dazukommen. Ich kann höchstens versuchen, heimlich zu bohlern oder so. Versucht nicht zu bohlern. Ja, du sitzt auf dem Kanu. Boah, Bugs, Alter! Bugs hat Slow-Mo gemacht? Ja. Ich hab auch dann, Corona, was los ist. Guck mal, da kommen Lava-Poppen. Ich dachte, ich guck direkt immer, ob ich Stamina noch hab, weißt du? Und ich schlepp Metall nicht ins Bohren. Ich brauch Hilfe. Ich weiß nicht, wo du bist. Wo bist du denn? Beim Teleport. Bei welchem Teleport? Ich hab den doch gerade aufgehoben. Ach, da. Lauf nach rechts, hinter dir bin ich. Wenn du Hilfe brauchst, dann... Sieht dich, glaube ich, jetzt. Ja, dann verpisst er sich. Komm auf jeden Fall zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Also wenn du mich nicht mehr bedenken hast. Ja, komm zu mir. Ja, ich bin nicht so schnell, Slow-Mo an! Du bist so langsam. Ja. Kannst du mich mal beeilen, ey. Das war eine mit der besten Ideen ever. Das war so eine dumme Idee, einen Timelord solche Macht zu geben. Ey, wir müssen echt aufpassen. Hier, den Brocken, die unter mir. Ich weiß nicht, wer ist das? Ich guck mal kurz, wie die Fuß. Metallfarm macht auch total Spaß. Das ist ja Metallfarm auch. Okay, er ist weg. Okay, das mit der Slow-Mo ist total toll. Vielleicht finden sie ja die Zuschauer ein bisschen cool, mal gucken. Ah, da kommt er. Also ich muss sagen, ich hab Spaß. Ja, es ist doch lustig. Ich find's auch cool. Ja. Gerade wie dieser Lava-Bocken da rumgeflogen ist in Slow-Mo, während des Kampfes. Der rennt schon wieder um mich herum. Ja, der will uns auch noch ablenken hier. Noch ein bisschen mehr Movement Speed, so 70%, dann wird schon daher kommen. So, komm mal mit zu dir hier. Lass dich mal nicht von dem Ablenken stellen. Du bist langsamer als der. Der spielt noch mit dir. Das ist nur der Spielball. Guck mal, da unten sind Mantisse, die killen wir, da gibt es einen Polymer. Deswegen sind wir hier. Ja, ja. Sorry, ja, ja. Warte, Ola. Das ist mit allen Leuten. Ah, ich hätte ihn getroffen wahrscheinlich. Häng fest! Haben gebodert. Kannst ihn wegweisen. Der rennt weg. Nach rechts. Ja, dann killt ihn selber wenigstens. Heißt der schon Vielfraß? Habt ihr den schon umbenannt? Ja. Ah, du müsstest ja eigentlich grad schneller sein als der. Wenn du siehst, Junge. Okay. Sehen nichts. Ja, dann wird's irgendwo verstecken. Ah, das war kein ganz Lomo, das war die Spinne. Hast du mega, ne? Ja. Das weckt sie dir. Aber genau sowas hatte ich gehofft, weißt du, dass er irgendwo reinrennt. So, hier irgendwo mal Mantis gewesen. Boah, da kommen die Brocken angeflogen. Oh, ja. Oh, da kommt direkt einer zu mir. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein trifft? Busch. Der ist
könnte nur vor mir runter. Ja, eigentlich ist jetzt verdient ein Abdruck. Ich habe nur gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und dann, bam, 100%! In your face. 168 Euro. Kennsäge kaputt oder was? Nicht gekommen. Das ist jetzt wieder gut, oder? Brauchen wir noch Öl? Hier unten sind Quellen. Da rennt schon einer. Den kriegst du doch hier noch mal, oder? Bring ein bisschen mit. Ja, die hat doch schon 700, reicht doch, oder? Reicht das? Okay. Ja, aber. Ja, ansonsten hol er halt nochmal 1000. Ja, ist doch gut. Reicht doch vollkommen auf. So ist es nicht. Vorsicht, schlecht. Das andere entscheiden. Was könnte das Team sein? Achso, wir reden auch gerade hier über das, was André baut. Sorry, was habt ihr gemeint? Guck mal, der Brocken, siehst du den? Ja, ich kann nicht ausweichen, falls er jetzt auf mich zukommt. Ja. Jetzt kann ich ausweichen. Guck mal, der Brocken, der mal näher kommt. Perfekt. André, Dings ist auch schon fertig. Stell mal die andere auf. Der ist gerade dort angeschlagen, wo wir vorhin waren. Nein, die andere super. Oh, Gott sei Dank sind wir da nicht mehr. Ja, Mann. Alter, haben wir ein Glück. Wollen wir weiter? Yo! Oder brauchen wir überhaupt noch? Ja. Weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt noch weiterlaufen und das erfolgreich durchführen, brauchen wir wahrscheinlich nie wieder Polymer holen. In dem ganzen Let's Play. Fände ich halt auch mal ganz geil. Let's do it! Fürs Let's Play. Oh. Oh. Und es kommt nichts. Ah doch, da sind, also außer da baut jemand oder so. Ansonsten sind da immer manche. Ich glaube, wer ist der mal? 162. Okay, ich habe 17 Darts und du? Ich habe 40. Reicht. Okay, ich kill alles. Nein. Gut. Ah, jetzt kommt er. Ich habe keine Bolas mehr, by the way. So rennt er weg. Ne, der Mantis, der. Jetzt kommt er. Der ist aber doof, der Mantis. Ich schieß mal den Wolf an. Ich glaube, der Wolf hat Angst gekriegt vor deinem Rex. Ach. Klar, guck doch mal, der rennt weg. Tatsache. Oh, er ist betäubt. Nice. Der Wolf? Ja. Sehr gut. Du hast bestimmt Prime, oder? Sicherlich. Denke. So. Also im Rex bestimmt. Oh. Ja, nein. Schon gut. Umgeknickt, die Kettensäge defekt. Keine Ahnung, was da Fabrikator hergestellt wurde. Hast du auch das richtige Öl genommen? Ja, vielleicht habe ich das falsche genommen. Aber funktioniert auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben jetzt auch genug Polymer. Das sieht nach relativ viel Polymer aus. Hat Greta jetzt das Öl mitgebracht? Ich habe das schon in den Fabrikator getan. Ja. Ich frage, ob du das mitgebracht. Das läuft hier. Achso, ja. Nice. Na gut, dann würde ich sagen, Teleporter bauen dann hier und dann mit dem Wolf und so nach Hause, ne? Ja. Übrigens, die Idee, worauf ich auch ganz groß Lust hätte, wäre so ein Tilakuleo. Ja. Ich sehe die nämlich nie. Hier ab und drin, stimmt. Vielleicht werde ich welche holen. Das wäre die Chemiebench jetzt auch noch. Oh, da ist ein Drache in der Nähe. Oh, Drache, seht ihr? Oh. Weg. Eieieiei. Ja, jetzt auch noch Öl. Ja. Lass mal ein bisschen Abstand aufbauen und den Wolf dann einfach ranpfeifen oder so. In der Schlucht, wir sind relativ nah an der Schlucht und da sind Drachen. Alter, der Vulkan, der will auch nicht mehr aufhören hier. Ich weiß nicht, ob Bugs zufällig einen Befehl gefunden hat, den Vulkan zum Ausbruch zu bringen. Falls ja, kann gar nicht sein. Aha. Wow. Es könnte wirklich so sein. Das war eigentlich nur Spaß gewesen. Ja, ich hab's mir auch gedacht, aber ich habe gehofft, dass es nicht so ist. Du willst ja nicht den Unmut des Time Lords aufbauen, also. Das auch nicht. Weil sonst wieder Fight, wo es wichtig ist, dass es schnell geht, so eine Überraschungsraid. Und was passiert? Slow-Mo 025. Oh. Juhu, fliegen! Das ist voll geil, da kann man richtig weit springen. So. Jetzt hat er echt Slow-Mo gemacht, während ich vorfliege. Ja. Oh.
Also man sieht, er fokussiert sich nicht nur auf uns. Boah. Nee, da steht gerade einer, das sieht einfach zu geil aus. Ja, ich fahr's wieder auf, man. Gibt hier gerade nichts zu tun. So Leute, also wenn ihr sehen wollt, warum der Bug Slow-Mo macht, Link Videobeschreibung zu seinem Kanal, da seht ihr das dann wahrscheinlich. Sitzt du hier hin? Also ich habe den Teleporter, stimmt. Ja. Ja, warte. Ich glaube, hier wird er hinpassen. Ja, wird schon gehen. Gucken, ob das passt. Du. Haum. Okay, das war erfolgreich gewesen. Nice. Jo, wir haben noch einen Wolf mitgebracht. 235. Was? Cool. Und keine Ahnung, wie viel Pulli mehr. Bitte helfen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht so 10.000, 15.000. Machen. So, ich bin nochmal weg. Hau rein, Jo. Jo, ja. Wo hast du den Hai gepackt? Weiß das jemand? Unter der Säule. Alles klar, unter der okay. Brücke. Cool. Ja, dann würde ich jetzt gleich Biotoxin holen, denke ich. Jo. Hentai Kamen. Unglaublich witzig. Das glaube ich nicht. Doch, das ist wirklich zum Schießen. Ich konnte nicht mehr, ich lag auf dem Boden. Ah, ich sehe den Hai. Oh, das sieht auch schön aus, das ist schön bunt. Rips. Dann der Farbmod. Oh, wir hatten nicht mal einen Namen. Ja, ich nenne den Heiko. Wasserkatze. Ah, ich kann den gar nicht umbenennen gerade. Okay. Eigentlich müsste es gehen. Na egal. So, gut. Dann hoffe ich mal, dass ich ein paar Quallen finde. Da muss man auch mal relativ weit rausschwimmen. Auf Ragnarok. Ja. Leck. Hier sind ganz viele Quallen. Richtig viele. Bei mir lebt's nicht. Jetzt nicht mehr. Sturmdelfin wäre sogar besser gewesen, dann hätte ich vom Delfin ausschießen können. Na egal. Der Frosch folgt dann noch. Okay. Unten ist schon. Ah, ne, hier war noch ein bisschen. Sehr, sehr viel. Übelste Quallenmassaker, was ich angerüstet habe, ey. Kann ich mit der Kettensäge abbauen? Ah, ne, Kettensäge unter Wasser, schlechte Idee, okay. Hätte das sein können. Computer sagt nein. Ins Biotoxin. Oh, das sieht gar nicht so viel. Okay. Das ist supi. Schon wieder oder was? Ja. Was? Schon wieder oder was? Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Bin ich gerne im Wasser. Ja, im Dunkeln ist es immer noch ein bisschen ätzender. Ja. Ich schwimm nicht zum Licht. Nee, ich suche nach Perlen. Ich schwimm gerade direkt zum Licht immer. Oh, ne dann. Ja. André hat ja nach Perlen gerufen. Ja, wie gesagt. Ja, aber ich bin ja immer hier, so. Perlen wiegen ja nichts. So, dann können wir da einen kleinen Shocking-Dance machen und dann... Die sagen, dass man nochmal zwei, drei Leute einzeln nach Dinos suchen. Kommt jemand zu mir? Ja, ich komme jetzt. Warte. So, der Hai ist jetzt wieder da, wo er war, falls irgendjemand den braucht, ne? Jo, ich nehme mir kurz. Ich hoffe, dass das Biotoxin ertragen kann. Dann kann man endlich Shocking Guard machen. Da steht auch ein Pferd, wenn du es denn nehmen willst. Dann kannst du gleich hochreißen. Das ist ja super gut. Ja, ist ja richtig. Perfektes Timing. Das ist ein Service. Ja, wieso? Er kriegt mal ein Hai. Das ist Austausch. Na, ist richtig abklatschen. Genau. Dann wird hier richtig ausgetauscht. Weiter geht's. Oh, jetzt wollte ich wirklich abklatschen. Oh, sorry, ich bin... Gerade Slow-Mo? Ne, ich bin zu schwer, okay. Ach komm, der eine Punkt in Welt. Oder warte mal, vielleicht kann ich auch oben was.
Brian, bist du gerade tot? Mal loswerden. Ja. Nee, ich bin gerade los mit dem Hai-Öl holen. Ich weiß, dass es hier so eine Erhöhung gibt im Wasser. Genau, da ist er. Two Girls, One Torch haben den Timecube platziert. Können wir dann eigentlich auch mal machen, oder? Dann sehen wir aber alle, wo der ist. Macht eigentlich Sinn, den erst zum Schluss zu platzieren. Wie, man kann in die Base reingucken, oder was? Nee, jetzt aber wenn der Spectator gucken kommt. Also, stimmt. Ja, macht Sinn, okay. Aber ihr müsst aufpassen, wir müssen das vor den 8 Stunden machen, ansonsten gibt es 2 Strafpunkte. Ja. Steht in den Regeln drin. Ja, ja, nein, sagt er jetzt, ja, ja. Daher 2 Strafpunkte. Ich sag's. Später gibt's Strafpunkte, yay. Haben wir schon Glasmetall? Ein paar Foundations haben wir schon, ja. Okay, gut. Nee, dann, ich würde dann das bauen, wenn wir ein bisschen mehr haben. Nein, Greta. Was denn? Boah, die Pflanzen sind eingegangen. Oh nein. Das Wände kommt gleich auf, also theoretisch. Die Pflanzen sind eingegangen. Schade. Leute. Okay, ich hatte 61. Jo, jo. Ach, weh. Oh. André ist hier verdurstet. Ich hab da schon mindestens eine Stunde drauf gewartet. Krass, also ganz 16 HP in dem Kurbel. Wow, du Überlebenskünstler. Ja, weil ist auch voll schnell mit 16 HP. Das ist quasi künstliches Slow-Mo. Oder natürliches Slow-Mo. Ja, natürlich künstliches. So, wo ist denn der Stinger hin? Hm? Der liegt hier. Der steht neben dir und der liegt hier irgendwo im Bett drin. So, da hat sie eine Fabrikator drinne. Jetzt brauchen wir noch Metall. Warte mal, ist hier noch Metall? Das ist irgendwie unpraktisch, dass ich hier gestorben bin. Krass, das sind da was. Die Leiche ist weggepackt. Wie viel Metall brauchst du denn pro Shocking Dart? Ich guck mal. Moment. Ne, jetzt bin ich oben. Ist das alle abbauen oder was? Oh, das ist ja voll kacke. Wenn ich innerhalb des Forschiedes bin, kann ich nicht auf die Forge zugreifen, die außerhalb des Schildes ist. Richtig. Ja. Das ist ja assi. Da muss man 2 Metall pro Shocking Dart. Ja, okay. Da muss man extra erst rauslaufen, damit man auf die Forge zugreifen kann. Ja, André, zieh das an. Was hier drin ist eine Glasmetall-Forge. 2 sind da drin. Okay, also müssen wir so ungefähr 1000 Metall für 500 Shocking Dart. Ah! Nice. So heiß wieder da. So, jetzt müsstest du eigentlich noch mehr machen können. Haben wir schon eine Perlentruhe? Oder soll ich die Perlenfabrikator reinknallen? Knall die mal hinten an der Wand rein, wo die anderen beiden stehen. Was sie am Ausgang ist, große Kurs. Also, ein Fabrikator oder was? Ja. Ach, hier. Also hier hin. Okay. Perlen. Und die wollte ich denn jetzt anstellen, dass sie immer Electronics machen. So. Oh, das waren sogar 11.000 Perlen. Jo. Nice. Wie sieht's bei dem aus? So, wir brauchen noch ein bisschen. Sehr gut. Willst du gucken weiter oder soll ich dich ablösen? Ich kann noch zu Ende machen, wie du möchtest. Ja. Guck ich ein bisschen, was die Lücke ist. Oh, das ist ja super. Hast du Shocking Darts schon einstecken? Jetzt habe ich welche raus. Okay. Ich räume jetzt erstmal mein Inventar auf. Was? Auch, ja, ich glaube, weißt du was? Ich räume jetzt mein Inventar auf, Leute. Da wird jetzt wahrscheinlich epische Musik laufen. Ehrlich jetzt? Das ist wirklich sehr episch. Das war super episch. Nein, ich habe hier übrigens einen Chocobo getötet. Oh, ein Schokobo. 180er. Was? Die habe ich am liebsten. Wo steht's denn? Oh, ist auch ein hübsches. Ich glaube, das riecht gerade mit Telekom. Oh, ich wollte gerade episch einen Pitch machen, mit wo ich aufräume. Mit Slow-Mo. Ich glaube, aufräumen ist genau. Jetzt muss ich den Pitch von 4-fach auf 12-fach erhöhen, damit er immer noch genauso schnell ist oder so. Okay, jetzt geht's sehr schnell. Ja, setz ruhig, warte mal, das war Spaß, ne? Ja, kein Stress. Ich wollte eigentlich nur den Gag rausfordern, dass alles. Dass alles sich ärgert. Oh. So, Ted?
Ah, guck mal, der hat. Richtig. Ah, der ist noch nicht ausgepasst. Es wurde verschnellert. Ich merke das schon. Wow, ich komme gar nicht mehr vor. Ah, doch, jetzt wieder. Ja, ab einer gewissen Geschwindigkeit deckt er dann beim Laufen. Ja, ich wollte gucken, 1-3 ist schon zu viel. Ja, wegen Leck und so. Oh, lass es so, das ist geil zum Metall. Oh. So, Ken, Kantin, Knopf voll bitte. Hey, mach voll. Da musst du eh drücken auf der Kantin. Oh. Alles klar. Cool. Achso, der da. Der ist hübsch. Gab's hier irgendwo anders noch Kristalle? Ja, es gab einmal auf der Steinbrücke und dann, wenn du runterläufst, sind nochmal so 5-6 Kristalle. Also. Warte, ich guck mal, welche da sind. Ansonsten sammle ich sie gleich ein. Das wäre super. Jo. Aber es kann trotzdem nicht schaden, wenn du auch weißt, wo die sind, ne? Komm mal kurz mit. Okay, komm mit. Achtung, du musst jetzt raus aus der Base. André geht jetzt raus aus der Base. Wieder epische Musik. Ach du Scheiße. Wieder epische Musik. Achtung, André raus aus der Base. Du bist noch im Forsch hier. Noch sicher. Noch weiter raus, ja. Ach du Scheiße. No. Achtung jetzt, epische Musik. André ist raus, jetzt komm mit. Muss ich auch hier mit mir, wird schneller gehen. Guck mal, ich laufe sogar tricky durch die Steine. So, weißt du hier lang? Soll ich denn nur noch epische Musik erst aufräumen und dann André außerhalb der Base? Außerhalb der Base. Guck mal hier vorne. Ja. Wie ist das? Oh nein. Hier links ist Kristall, davon auch. Ja, ich hab mir sehr viel Zeit genommen beim Spot raussuchen. Sehr gut. Gut, dann muss ich nicht einsammeln. Dann schneidet der mir einfach den Weg ab. Und soll ich dir helfen wegen Gewicht? Nee, ich hab 2000 Gewicht. Okay. Das passt schon. Kann man ein Viertel, naja, halb voll jetzt. Wir sind hier drei. Shayo macht sich gerade beliebt bei dir, Max, ne? Hier, drei auf dem Ding und eins daneben. An dem Weg schon wieder zurück. Ach ja. Ach, hier ist auch noch Obsi. Ja. So, gut, Glasmetall. Wo ist denn das Glasmetall? Wahrscheinlich in der Glasmetall-Smithy. Das Gute ist dadurch, dass ich mich aufgeräumt habe. Ich will mal ganz kurz hinweisen, mein Weight ist auf 170. Moment, ich werf mal die Steine noch weg. 130. Wenn ich das Fleisch noch wegwerfe, was ich eigentlich auch nicht mehr brauche, 125. Die Steine kann auch weg. Die Pfeile sind eigentlich auch unnötig, aber fast unter 100. So. Ja, jetzt übertreibst du gerade. Okay, ich baue da mal. Ich hoffe, ich verkack's Bauen jetzt nicht. Wahrscheinlich stürzt es alles ein.